Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hexeteam mit Balloins LP in der Aufnahme. Willkommen! Hallo! Ja, beide am Start hier wieder. Ich muss jetzt mal was essen. Und vor der Aufnahme hat Balloins LP gerade eine Tragödie erlebt. Und zwar war ein Creeper dort drüben und hat die Hauswand weggesprengt. So halb, ne? Ja, halb, ne? Ja, auf jeden Fall war es nicht so schön und wir sind gerade wieder am Start. Und ich muss mein Haus weiterbauen dringend, weil ich das nicht mache. Das war ein Schock fürs Leben. Das werde ich nie wieder vergessen. Das ja, auf jeden. Der Creeper. Nein. So, erstmal mein Schild aufladen, damit ich maximal Protection bekomme. So. Welches Schild? Mein Diamantschild, weil das bringt echt viel, wenn man da gegen Gegner kämpft. Das ist echt schon krass. Muss ich ja nicht mal benutzen, das muss man einfach nur aufladen, dann wird man automatisch gleich mal protected. Geht es mit jedem Schild oder nur... Mit jedem, also ist egal, ich habe das Diamond-Schild sowieso gefunden, deswegen, naja. Ah, dann habe ich ja noch mein Ender. Man muss es nicht mal zum Blocken halten, das wird einfach automatisch gemacht, wenn man es halt mit Rechtsklick auflädt, dann leuchtet das so ein Symbol in der Mitte neben dem, über der Level-Anzeige, das ist dann schon... Ja. Dafür, dass man protected wird eben, das ist genau das. Okay. Das bringt schon derbe viel. In der Hand halten, dann lädt sich's auf, oder? Genau, wenn dann diese Blitze da kommen, dann kann man das vollkommen aufladen. So. Dann lade ich es jetzt erstmal kurz auf. Das habe ich noch nicht gewusst. Das ist nice. Das wusste ich auch bis vor kurzem noch nicht. Aber ich habe es mir bei Minecraft Hexed Wiki durchgelesen, wo ja alles so schön steht. So. Super. Krieg nebenbei übrigens, ne? Nicht wundern. Das ist natürlich immer sehr gut, aber das sollte ich auch mal irgendwann machen. Wenn meine Stimme immer einfriert oder irgendwie verkackt, dann sollte ich auch mal dringend etwas trinken. Was ich nie mache. So. Gut, dass man ja keine Facecam stehen hat, deswegen ist es nicht ganz so unprofessionell. Ich hab nicht mal eine. Ich auch nicht. So. So. Wir sind hier gerade voll produktiv. Wir bauen das Lager. Sehr schön. Ich habe übrigens überlegt, der Boden wird dieses Mal aus weißem Lehm hergestellt, weil Lehm kann man ja auch färben neuerdings. Das ist ganz cool. Ich hoffe, dass es hier auch schon ging seit Version 1.5.2. Ob es in der Version ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es nämlich auch nicht. Und wenn das geht, dann mache ich hier weißen Lehmboden rein, weil das extrem krass aussieht. Ja. So, erstmal heute den Crystal Bow weiter verzaubern. So. Hatte ich nicht ein stärkeres Schwert? Man erinnert sich dann immer nicht dran, ob man das hat. Ist immer ein Beute. So, dann mache ich mal hier mal gucken, ob ich die Schilder noch habe. Ja, das sind Schilder, hervorragend. Das sind nur 2, 8, 2 und 16. Ah ja, hier ist mein starkes Schwert, okay. Boah, Alter, was ist ein Lager hier? So, da kommt auf jeden Fall Cobblestone rein. Das ist ein sehr enges Lager, aber es ist ja eigentlich vollkommen egal. Das sind die. Ja, machen wir so. Cobblestone, obwohl ich das eigentlich gar nicht brauche, aber ist ja egal. Das kommt dann. Nee. So, habe ich hier schon Unbreaking drauf? Nee, habe ich nicht. Das ist blöd. Immer am wichtigsten. Danach mache ich immer Soul Tether drauf und danach die anderen Sachen, die noch irgendwie richtig krass sind und die Gegner wegbashen. Und dann muss ich jetzt erstmal Marble farmen für meinen Hollysee. Joa, Marble ist immer gut. Wir haben ja so viele Marble-Quellen hier, das ist schon krass. Ja, wo denn? Also hier hinten bei meinem Haus in der Nähe ist halt auch eine, die sind ein paar Blöcke entfernt, da ist echt viel Marble. Kann aber sein, dass ich die schon vollkommen ausgelootet habe letztes Mal. War die im Holzhaus oder bei deiner Villa da? Die war bei meiner Villa und in der Nähe von deinem kleinen Mini-Holzhaus vom Anfang. Ah, okay, also. Mhm. Sollte jedenfalls so sein. Ah, da bist du ja. Das ist aber irgendwie doof mit dem... Nein. Schilder hier. Man muss so viele Items bei Hexity irgendwie einsortieren, das ist so krass. Viel zu viele. Kann ich doch gar nicht alle überhaupt unterscheiden. Koppel. Wo genau? Bin gerade hier bei dir. So, das müsste nämlich da hinten sein, in der Nähe von dem Meteoriten noch. Es kann wirklich sein, dass ich komplett alles da weggemeint habe letztes Mal, als ich in meiner Wut das alles hier aus dem Boden geruppt habe für mein Haus. Es kann natürlich durchaus sein, da sollte es gewesen sein. Oh Gott, wo war das denn? Da hinten vielleicht. Das kann natürlich wirklich sein, dass es schon weg ist. Da war aber echt eine Menge. Eine ganze Menge. Ah, jetzt wird es auch noch dunkel. Nee. Da hinten. Ah, da ist noch ein bisschen Marble. Sehr schön. Ja, hoffentlich ist da noch mehr. Das ist jetzt nicht mehr so viel, aber... Da hinten ist auch noch ein bisschen was. Sehr schön. Hier ist überall Cobblestone. Da hinten ist natürlich das meiste Zeug. Da kann man auf jeden Fall noch was rausholen, denke ich. Hättest du nicht einfach sagen können, in der Nähe vom Spawn? Oder so. Das geht natürlich auch. In der Nähe von der Festung. Die schon längst ausgelootet wurde. Yeah. Das hätte ich dann eher gefunden. Da war ich nicht präzise genug. Da drüben am Berg ist auch noch eine Menge Marble in der Nähe von der Falle. Nee, oh nee, oh nee, Wasser, was mich abtreibt, was mich abtreiben. Nein, Wasser. Es ist gefährlich. Haben wir hier schon Cobblestone, das ist sehr gut, das sind die drei Kisten. Gut, drei Doppelkisten für Cobblestone wird sowieso viel zu viel sein, weil ich eh nicht was von dem Zeug sammle.
Hier kommt dann Erde rein. Das sind die ersten Mineralien, die sowieso unnötig sind. Und eigentlich nur viel zu viel vorhanden sind. Ich muss übrigens Erde farmen gehen, ansonsten haben wir ein Schlachtfeld. Ach. Mach ich auch gerade. Eine Kiste für Marble muss ich auch machen, weil das Zeug mega krass und wertvoll sein wird. Oh ja, hier ist so viel Marble, oh ja. Drei Kisten für Marble auf jeden Fall mindestens, reserviere ich schon mal. Das Lager wird eh super groß werden, also von daher ist es egal. Da kann einfach alles rein. Lager, wie in der Let's Play-Welt? Ja, so ungefähr. Noch unterirdisch wird es weitergehen, das ist hier erstmal das Oberirdische und dann kommt auf jeden Fall noch ein unterirdischer Teil, der mega krass groß wird. Schon wieder Wasser. Es gibt so viel Wasser hier. Ja, so viel Wasser. Ich werde das aber diesmal so machen, dass ich dann erst die ganzen Kisten baue, wenn ich wirklich den Platz brauche. Sonst lasse ich sein. Das ist dann zu viel. Ich hatte 200 Kisten gehabt damals. Das war doch ätzend. Ja, gehört, ja. Was kann man hier rein tun? Da könnten Waffen rein, allerdings. Oder auch vielleicht wertvolles Zeug. Da kommen dann einfach die Erze rein. Das ist doch hervorragend. Ja, super. So, da reichen auch 3 Kisten für. Wenn nicht, dann halt noch mehr. Ist ja vollkommen egal. Wir haben das Geld. Ach, Sternschnuppe. YouTube Money und so. Ja klar, YouTube Money Haters und sowas. Wir haben immer genug Geld für alles, also. Ja. Ein Video hochladen, dann haben wir schon die Millionen eigentlich direkt nach einer Viertelsekunde. Also. Aber wir sind so gierig, dass wir immer weiter Videos machen. Ja, eben, natürlich. Wir machen es nicht, weil wir irgendwie daran Spaß haben oder so. Nein, nein, nein. Wir machen das einfach wegen YouTube Money. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wer nicht? Also. Ich meine, das ist doch klar. So. Du hast immer Werbung auf meine Videos. Genau. Dann wird man schön wieder Geld verdient. Ich meine, wir mögen euch auch eigentlich alle gar nicht. Wir machen das nur, weil wir hier Profit rausschlagen wollen. Mehr nicht. Alles nur, damit wir das YouTube-Money einsacken. Aber wer guckt so eine Scheiße? Ja, ist ganz ehrlich, also das machen wir nur, weil ihr sowas guckt. Also seid ihr dran schuld. Also wirklich. Wenn ihr sagt, wir machen mehr davon, machen wir mehr davon. Wenn ihr sagt, wir sollen nicht mehr davon machen, machen wir auch mehr davon. Weil ihr genau wissen, dass dieser Scheiß euch interessiert. Genau. Das ist genau wie ASI TV. Das ist genau wie ASI TV, wie RTL. Die produzieren für die Masse, wir produzieren auch für die Masse und für die Kinder. Genau. Oh, scheiß Rare Mob. Ätzendes Zeug. Kinderfreundlich. Genau. Das muss auf jeden Fall sein. Wir haben hier nur die kinderfreundlichsten Worte hier am Start. Wir zensieren hier natürlich alles, was nicht irgendwie, ja, was irgendwie anstößig ist. Das bei jedes zweite alles. Wort und Piep. Genau. So muss das sein. Piep und Piep und Piep. Dann Piep. Piep. Oh, und die Rüstung muss ich mal wieder hier raus. Und wo habe ich eigentlich die Rüstung drin? Das gibt's noch nicht. Oh ja. Oh ja, so viel Marble, ey. Ja, auf jeden Fall viel Marble. Ich habe ja auch. Stacks. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Oh, dieser Crystal Bow ist einfach zu overpowered. Das ist einfach unglaublich. Ah, ja, ich hab auch einen. Der flamet da alles weg mit seiner Feuerkraft. Ich dachte, der schreibt so miese Kommentare die ganze Zeit. Ja, der Bogen sowieso, ne? Der spammt die ganze Zeit einen Kommentar. Immer. Warum ich eigentlich 63 Pfeile dabei, wenn ich Infinity habe? Das ist natürlich eine Frage. Ja, du kannst es einfach. Ja, eben, deswegen habe ich einfach alle mitgenommen. Einfach, weil du es kannst. Aber Hauptsache, keine Rüstung anhaben, ne? Ja. Wo habe ich die Kackrüstung wieder hingelegt? Das ist doch wieder unfassbar. Aber ich habe mir einen Spiegel zur Burg gemacht, auf jeden Fall. Das ist übrigens die spannendste Folge ever. Ja. Marble Farm hier. Ja klar, das habe ich auch gemacht. Das war super spannend. Also ich glaube, das ist sehr gut angekommen. Kann ich mir gut vorstellen. So. Und Creeper, seid ihr alle tot hier. Und den Coin of Fortune, den kann man auch zum Einsammeln von den Experience benutzen. Das ist hervorragend. Und einfach so kommt er zu mir. Und jetzt, Skelett, musst du auch leider sterben. Oh. So, ja. Tut mir leid, Skelett. Oh, die Spinnen sind aber die Schwächsten irgendwie. Die sind nach einem Fall direkt tot. Aber die Creeper aber auch. Auch direkt. Okay, den wollte ich gar nicht treffen, egal. 28 Schaden macht das Teil, das ist ja unfassbar. So, noch schön trinken hier. Ne? Trinken ist immer schön. Ich meine, wer trinkt denn nicht in der Aufnahme? Das macht ja sogar der Gronkh manchmal. Also ist es völlig legitim. Oh, Creeper verbrennt. Hm, schade. Jetzt kaufen. Kohle. Ah. Wir wurden nicht gesponsert, natürlich. Alles freiwillig. Ja. Wir haben kein Geld bekommen dafür. Ich meine. Product Placement machen wir natürlich immer ohne Geld, weil es da so viel Sinn hat. Also. Ja, Geld. hallo. ich habe gerade mit meinem Bruder geredet, natürlich. Über die tolle Cola. Ja. Die super tolle Cola, die schmeckt einfach so gut. Übrigens, Cola auch sehr gesund. Nur mal so als Fun Fact. Das ist auf jeden Fall krass. Haben Ärzte übrigens auch empfohlen. Also Cola ist wirklich die mega gesundeste Sache. So 36 Zuckerwürfel pro Flasche ist schon recht krass. Zähne.
Also das ist gut für die Zähne, einfach gut für den ganzen Körper. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr schnell gesund werden wollt, einfach Cola saufen. Bis zum geht nicht mehr. Dann werdet ihr auf jeden Fall gesund innerhalb von ein paar Tagen. Das kann ich euch auf jeden Fall bezeugen. Ich habe es auch ausprobiert. Alter, was ich hier für ein Loch mache, nur wegen Marvel. Habe ich auch gemacht. Wow. Wo habe ich die verdammte Rüstung? Aber jetzt hat irgendein Kind mit TNT gespielt. Ach, einfach schön. Was habe ich hier für Zeug drin? Diamanten habe ich hier noch. Und was habe ich hier noch? Aber ganz ehrlich, wer hat das nicht gemacht? Einfach mal eine Welle stellen, TNT. Ja, eben. Warum? Warum eigentlich nicht? Das würde jetzt ja auch nicht mehr laggen, dank dem neuen schönen PC her. Also warum eigentlich nicht? Dann gucke ich mal, wo ich die Kack-Rüstung jetzt eigentlich hier drin habe. Ich hasse es nicht so. Oh, die ist hier nicht drin. Ach, ich kann mir die Scale-Rüstung anziehen, weil die auf Unbreaking ist. Und Soul Tether. Ha. Ach, da ist sie ja, Meteorite. Aber Meteorite ist so ein scheiß Material. Es regt so mega auf mit der Magnetization. Das ist einfach unfassbar nervig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ah, Hexical Diamond, sehr gut. 8 Stacks Marble. Das reicht auf jeden Fall. Ich habe noch 1,5 Stacks Marble Bricks und hier nochmal 2. Sehr schön, 3 Hexical Essenzen. Dann habe ich noch Tainted Soil, was mir übrigens auch das Wiki verraten hat. Man kann die Ghostwood-Bäume nur auf Tainted Soil pflanzen. Gut, dass ich das gelesen habe, weil ich gerne dieses weiße Holz hätte, was ich aus dem Nether mitgebracht habe. Das ist sehr schön. Ja, da kann man sich schöne Crafting Tables draus machen, die weiß sind. Oder rote Crafting Tables. Das ist einfach schön. Oh, Weizenfeld. Es ist komplett alles gewachsen. Hm, was tue ich denn weg? Ah, ich habe so viel Erde. Sehr schön. Das brauche ich auf jeden Fall. Creeper. Frage, wie komme ich hier raus aus dem Loch? Hm, keine Ahnung. Electric Stuff. Habe ich nicht bei. Schade. Hm. Jetzt kann man eine Spinne von oben. Mit der Erde hochbauen. Also viel Erde habe ich noch wieder nicht. Habe ich hier noch ein bisschen. Ach, schön. Ich kann es gleich zumachen, das Loch hier. Das ist ja. Ja, danke, noch ein Creeper, sehr schön. Gleiche Stelle, aber der hat Marble freigelegt. Danke, Creeper. Hol ich mir später. So, erstmal das ganze Zeug hier. Nein, nicht wirklich. Ach, das war nur ein Zombie. Ich dachte schon, es wäre wieder. Das ist aber der Tag. Creeper, schön. Ach, schön, Hexit in der Welt, in der ein Bogen mehr Schaden macht als ein Schwert. Sehr schön. Ja, Standard. Das ist einfach wirklich krass. Eigentlich sollten ja Fernkampfwaffen weniger Schaden machen. Sollten die so. Wäre sonst irgendwie ein bisschen doof, aber na gut. Gut, dann haben wir hier das ganze Weizen. Tue ich mal Sandstein weg, das brauche ich gerade nicht. Ach, ich brauche es wahrscheinlich doch sogar. Ach, Coin of Fortune mal ausmachen, sonst kann ich nichts droppen. Ah, Seeds. Nein! Oh. Knapp. Chocobo-Feder. Was habe ich eigentlich dieses, das ist ja unnötig. Spinnenaugen, Monster, Brains und sowas. Oh Gott, ich wusste echt damals immer noch nicht, dass man aus diesen schönen Zombie-Brains ganz einfach Leder machen kann. Das wusste ich damals gar nicht, als ich es brauchte. Hm. Nun gut, Coin of Fortune an, Weizen ernten. Das Weizenfeld wird übrigens bald neu gebaut, weil wir dann in der Stadt das da Ganze machen, damit wir alle was davon haben, damit es größer wird. Was sagt der Timer? Der Timer. Und bei mir noch 2 Minuten. Bei mir auch, ja. 1 Minute 49 oder sowas. Ja, 1 Minute 48, 45. Naja, so ist das. Genau so ist das. Alles Skelett, aber. Ah, es ist so schön. Endlich alles abbauen können, ohne sich Sorgen zu machen, dass man es nicht einsammelt. So, haben wir hier das Weitschen. Hallo Skelett. Ja, in Hexe, das ist einfach kacke. Kannst einfach nichts in Ruhe machen. Ist einfach krass. Das stimmt nicht wirklich. In so einem freien Feld, wie wir hier sind. Das stimmt, da wird ja alles noch fertig zugebaut. Da muss ich auf jeden Fall noch eine Menge Gravel sammeln, denn sonst kann ich auf jeden Fall das Ganze vergessen mit den Wegen und so. Stimmt, das müssen wir auch mal machen. Ja, auf jeden Fall werden wir unsere Häuser mal verbinden und sowas. Und der Stadtkern, den werde ich bald bauen aus Goldblöcken. Wird so ein Brunnen werden, der unseren Swag repräsentieren kann. Richtig schön, da habe ich auch genug Blöcke schon. Das wird auf jeden Fall ein Fest. Hallo Zombie. Der kommt hier eh nicht rein, aber gut. Hi Creeper. Kommst du her? So. Endlich habe ich den zerstört. Und hier ist noch irgendwie Marble oder sowas oder Aluminium. Und in solchen riesigen Festungen ist so viel Aluminium drin, das ist unfassbar. Ich glaube, ich 25 Ingots mit rausgebracht oder so. Die muss ich unbedingt mal einschmelzen, wenn ich wüsste, wie es ging. Aber na gut, da werde ich mir alles noch durchlesen, der Minecraft Hexed Wiki und sowas. Und dann werde ich auf jeden Fall da eine Runde was schmelzen für unsere Miniature Hearts und sowas. So, jetzt muss ich warten, bis alles geschmolzen ist. Und ich brauche Essen, hast du Essen? Essen? Ich farme gerade Essen. Weizen. Ich kann ja natürlich ein paar leckere, vergammelte Fleischstücke mitbringen, wenn du da
was von hättest, kann ich dir gerne bringen. Ich guck mal, ob ich noch vielleicht wertigere Dinge habe.